Ein sehr, sehr freundliches Hallöchen. Ja, man muss auch mal freundlich Hallöchen sagen. 1 Stunde 37 bis zum Skill ist ja super. So, da sind wir wieder bei Ego beim Eköchen. Ich habe beim letzten Mal sehr zackig Feierabend gemacht und habe aber hier noch zwei Satz Stein wegzuräumen. Zack, weil ich etwas lernen wollte, was ich schon kann. Und da bin ich dann auch irgendwo stur und sag, ne, ich lerne das nicht nochmal. Ich sehe das auch irgendwo nicht ein, warum ich mir die Mühe machen sollte. Selbst wenn ich davon noch schlauer werden sollte, vermeintlich. Ne, das auch, das ist wie ein berufsaufbauendes Studium quasi. Ne? Das sehe ich halt einfach nicht ein. Ich habe jetzt mal einen Beruf gelernt, warum soll ich den ganzen Quatsch jetzt nochmal studieren? Nur weil ich es kann. Das machen wir nicht, ne. So. Das sieht aus, als würde der Mond gerade untergehen und vielleicht dann demnächst die Sonne aufgehen. Wir müssen mal überlegen. Was wir heute machen oder vielleicht auch erstmal, was wir jetzt machen. Wir können mal überlegen, wir können da hinten noch mehr Eisen rauskloppen. Oder Frankfurt an der Oder. Fortgeschrittenes Schmelzen, genau. Da wollte ich mich mal. Ja, da wollte ich mich eigentlich im Vorherfeld mal informieren. Da habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Das ist ja so typisch. Ich brauche nämlich Kohle und Lehm brauche ich, um Ziegel zu mengen. Ja, Kohle brauche ich halt. Und die Frage ist, wo kriege ich Kohle? Das ist so der Punkt. Oh, die Tür wieder zu. Dings. Naja, ist eigentlich egal. Das wollte ich eigentlich vorher noch mal schnell nachschlagen, weil das mit dem Eisen war ja auch speziell nur in einer bestimmten Gegend und. Ja. So. Kann es natürlich sein, dass. Achso, apropos, hatte ich nicht. Warte mal. Moment mal. Momentchen, Momentchen, Stoppchen. Stoppchen kurz. Ich bin der Stoppchen kurz. Haben wir nicht einen Amboss? Sagen Sie mal. So, wo stellen wir den aber denn jetzt hin? Einfach hier so. Das ist schon fett groß, ne? Auch wieder. Wir jetzt natürlich hier irgendwo an die Wand klatschen, aber das ist hier echt überall ziemlich im Weg. Ja, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Ja, hier. Das ist nicht so. Na. So, was kann man denn an dem Amboss zum Beispiel machen? Da können wir Werkzeuge machen. Wir können einen gusseisernen Ofen theoretisch bauen. Staatskasse. Wand lang, Wandkerze, Wechselstube. Stahl können wir langfristig machen. Bank. Deckenlampe. Rohre. Feuerschale. Gusseiserner Ofen. Ah, der ist für ganz spezielle Kochrezepte. Das ist für mich natürlich. Im Moment nicht so interessant. Ein Sägewerk?
Aha. Dieses Sägewerk ist, glaube ich, das, was ich brauche für das spezielle Bauholz. Dann müssten wir mal sägen. Dafür brauchen wir aber natürlich auch wieder Eisen. Das ist immer noch recht teuer. Ja, um Zacken teuer. Ja, aber. Trotzdem, mal gucken, ob ich genug Eisen überhaupt noch da habe oder ob es mir jetzt langsam ausgeht hier. Ja, es geht mir aus. Ich nur 48 Eisenerzen. Na gut. Du kannst auf jeden Fall auf die Steinmetztruhe zu stinsen, bringt nichts. Du greifst bitte schön gerne auf die Schmiedetruhe zu. Aufs Mülllager kann er zugreifen, das bringt wenig. Die Holzbaukiste darfst du gerne zugreifen, wenn die Situation es verlangt, weil hier diese Holzdinger und so brauchen wir ja dann auch irgendwann mal. Ich bestelle jetzt schon mal ein Sägewerk, guck mal, ob ich die 14 Holz hier noch habe. Jawohl. Hammer. Ah ja, das war's jetzt nicht. Das war's. Ah, können wir die natürlich auch da einpacken. So, ist da wieder frei. Und dann soll er mir mal mein Sägewerk bauen. Das brauchen wir ja, aber dafür brauchen wir auch Eisen. Noch den ganzen Sand jetzt hier einstecken, logischerweise, weil. Ja, ich. Nehmen wieder mit. Im Moment brauche ich hier keinen Sand. Im Moment wüsste ich nicht, was ich hier mit Sand machen soll. Und im Zweifelsfall, ja. Ich hatte ja zuletzt nicht bedacht, dass man natürlich auch aus Granit irgendwie Sand herstellen kann oder aus Sandstein. Das heißt, wir kriegen da ja auch so noch jede Menge Sand zusammen, wenn wir nochmal Sand bräuchten. Achtung, ich muss da schon mal über die Schnauze fahren. Dann können wir im Zweifelsfall aus Sand auch Mörtel machen. Lehm. Der ist auch immer noch am Denke. Solomon. So. Ups, die Dups. Da brauche ich jetzt noch 7 Eisenbarren. Das ist mir klar. So, da habe ich überlegt, da wäre so eine tolle Laterne irgendwie cool drauf, wenn wir da. Muss man mal gucken, ob wir da sowas noch finden. So. Sand zu Mörtel. 24 Sand haben wir. Moment. Das ist der hier. Jetzt sind es 54. Oh, mehr. Mehr. Viel mehr Sand. Oh, hier ist er. Jetzt Ende. Zack. 225 Mörtel kriegen wir hier raus. Schön.
soll er das mal eben machen. Das packt er auch in die richtige Truhe. Sehr schön. So, du bist free. Free for all. Dann lass uns mal gemeinsam in den Untergrund fahren. Ich hatte jetzt beim letzten Mal hier irgendwie diesen komischen Kalksteinfehler gehabt. Ich hatte gehofft, jetzt beim Neustarten würde dieser Kalkstein wieder auftauchen. Aber das hat er jetzt nicht. Ist immer noch weg. Wir haben immer noch diesen einen Klumpen hier unten, der so weit unten ist, dass ich irgendwie nicht rankomme. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie man hier tauchen kann. Oder ob man hier überhaupt tauchen kann. Achso, C war es ja eben nicht. Ah. Mit der Steuerung kann der tauchen. Ist ja schön. So. Sammeln wir wenigstens das ein. So, so, gut. Dann fahren wir mal hier wieder in den Abgrund. Bäh. Plopp. Gut. Also es soll im Sandstein auch Kohle geben. Dann schauen wir doch mal, ob wir was finden. Das Eisen ist auch schön, das brauchen wir auch. Haben wir auch also wieder ganz viel Sandstein. Hier sieht der Boden auch schon ziemlich dunkel aus. Das könnte aber auch Eisen sein. Eisen haben wir ja hier gerade sehr viel, ist ja auch schön. 20. Ja, das ist all Eisen. Eisen ist auch wichtig, brauchen wir ja. Deswegen sind wir erstmal hier. Wobei eigentlich sind wir wirklich wegen beidem hier. Kohle würde ich jetzt auch ganz gerne mal finden. Weil ich ja auch immer noch diesen einen speziellen anderen Ofen gerne bauen können möchten wollte, der mir dann eben keine Schlacke mehr produziert, sondern halt, ja, zwar ein bisschen die Luft verpestet, aber das ist was, was, wenn man ein bisschen Päuschen macht, dann auch wieder aufhört und ich werde, glaube ich, kaum hier eine Schmiedemassenproduktion veranstalten. Selbst da immer mal wieder ein bisschen Ruhe geben wird zwischendurch, wo sich dann die Luft quasi wieder erholen kann. Da? Achso, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, ist ja schon voll die Kasse. Not able to move any item. Ich bin nicht fähig, irgendwas zu bewegen. So, haben Sie hier eigentlich noch. So. Nee, wir müssen das natürlich logischerweise umdrehen. Das war eigentlich klar, das hätte ich mir denken können. Wir müssen den nach oben packen. Oder den Mörtel hier reinpackt, weil er den Mörtel natürlich auch hier reinpacken kann, aber er kann die Steine nicht in die Truhe packen. Also ist es natürlich so rum richtig.
So nicht anders. Ich frage mich immer noch, ob aus diesem Gagseligen erst schon mal was wird.